700 Jahre vor der Schlacht um Yavin wurden einige Jedi ausgesandt, um eine Gruppe dunkler Jedi zu jagen und aufzuhalten. Diese Mission führte die Jedi zu einer Handelsstation einer Handelsgilde und es gelingt einem von ihnen, sein Name ist Minch, einen dunklen Jedi in die Enge zu treiben. Minch zündet sein Lichtschwert und versucht, den dunklen Machtnutzer im Kampf zu besiegen. Während des Duells beleidigt der dunkle Jedi Minch immer wieder als Padawan oder kleines Ding. Seine Tricks funktionieren. Minch verliert seine Konzentration und wird auf den Boden geworfen. Glücklicherweise treffen 4 weitere Jedi ein, aber der dunkle Jedi nimmt sein eigenes Lichtschwert und richtet sich damit selbst hin, um einem Verhör der Jedi zu entgehen. Minch ist unverletzt, aber auch wütend, da er es nicht geschafft hatte, den dunklen Jedi alleine zu besiegen. Plötzlich werden die Jedi aber kontaktiert, dass sich ein kleiner Jäger aus ihrer Schiffsbucht entfernt hat, und sie schließen daraus, dass dieses vom Anführer der dunklen Jedi gesteuert werden muss. Sie verfolgen das Schiff und versuchen Kontakt mit dem Piloten aufzunehmen. Dieser ignoriert sie jedoch und steuert auf den Planeten Dagobah zu. In der Absicht, seine Niederlage durch den ersten dunklen Jedi auszugleichen, bricht Minch die Formation ab und missachtet den Befehl umzukehren und folgt dem dunklen Bafassi-Meister. Auf dem Weg nach unten wird Minchs Schiff von einem Blitz getroffen und stürzt in den Sumpf. Der Jedi ignoriert weiterhin die Befehle und läuft dem flüchtenden dunklen Machtnutzer durch die Vegetation des Planeten hinterher. Minch folgt dem Meister in eine Höhle unter einem Baum und als er diese Höhle betritt, nennt ihn der Bafassi ein Kind, welches klein und schwach und voller Angst und Wut ist. Empört über die Worte des dunklen Jedi, springt Minch zu ihm hinüber und schreit ihn an, dass es nicht auf die Größe ankommt. Nachdem der Meister den ersten Angriff geblockt und seine eigene Kraft auf Minch entfesselt hat, indem er sich selbst immer größer macht, sagt er: Schau, Größe spielt sehr wohl eine Rolle. Wütend schlägt Minch nach dem Meister, welcher sich plötzlich in hunderte kleinere Versionen von sich selbst verwandelt. Verzweifelt wirbelt der Jedi mit seinem Lichtschwert herum, als sich seine Sicht verdunkelt. Als er wieder erwacht, sieht er den Meister verwundet und blutend an der Höhlenwand liegen. Bevor er stirbt, sagt er noch zu Minch, dass er eines Tages eine große Bereicherung für die dunklen Jedi sein wird. Daraufhin berichtet Minch den anderen Jedi, was geschehen ist und macht sich auf den Weg zu dem Shuttle, welches ihn abholen soll. Und als er aus der Höhle geht, sickert das Blut des dunklen Jedi-Meisters in den Boden der Höhle, was dazu führt, dass aus dieser Höhle die bekannte Höhle des Bösen auf Dagobah aus Episode 5 wird. Diese Geschichte heißt Heart of Darkness und ist aus dem Comic Star Wars Tales Nummer 16. Es gibt viele Vermutungen zu dem Comic, dass es sich bei Minch angeblich um einen jungen Yoda handeln soll. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist die Tatsache, dass diese Höhle maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich Yoda auf Dagobah versteckt hat. Wenn ihr die gesamte Geschichte dazu hören wollt, dann könnt ihr hier rechts klicken. Ebenso, wenn ihr wissen wollt, wie mächtig wohl ein dunkle Seite Yoda wäre. Und klickt ihr links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.